So, willkommen zurück zu BioShock Remastered und sind wir jetzt hier bei Neptuns Bounty. Los geht's. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Gehe zu Fontaine's Fischers, machen wir. Ja, geil. Sehr schön, sehr schön. Aber die Tage vergehen. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse. Fontaine Fischers, genau da wollen wir hin. Genau da wollen wir hin. Wie kann der mich treffen? Wer ist da? Ich bin hier, um dich zu richten. Komm her hier. Tja, kann ich nicht ändern. Fontaine Fischers, da wollen wir hin. Der sieht auch so hoch hin, ja, zack. Schon gesagt, dass du gern eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Okay. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Meine Jugend, meine Blüte! Oh, nee. Verpiss dich, Alter. Alter, verschwinde. Alter. Was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund, wenn es hier auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Ja, alles okay. Das wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird sicher warten, bis er hat, was er von dir will, wenn dir den Bauch aufschlitzt. Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hype Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Ja, ach ne. Alles mitnehmen, was hier rumliegt, alles.
habe heute einen Schmuggler, der Docks einen Ball werfen und fallen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Boah, komm. Glücklicherweise hatte er sie noch. Ah, oh, fuck. Ich glaube, den kriegst du nicht so einfach kalt, ey. Ah, der ist einfacher. Da hat noch ein Schuss gefehlt. Das ist doch nicht mehr feierlich. Alter, was ist denn hier los, ey? Der Schlaf für dich! Für dich, Hurensohn! Schön ausbeuten. Wunderbar. Alter, und das ist auf einfach, ey? Nein, niemals, ey. So spricht der Herr. Komm hier, Richter. Ist ja richtig schwer. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Ich glaube, bei diesem Artikel aus einem Magazin, den ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren. Hallo? Bisschen heftig, oder? Der bin schon wieder versucht, ey. Gibt's ja gar nicht. Ey, ist nicht mehr witzig, ey, echt, ey. Alter, das ist so leicht eigentlich, ey, so leicht. Komm da nicht mehr hin, ey. Ey, du bist hier nur am Verrecken, ey. Wollt du vielleicht eine Schwelle?
kaum noch Muni, ey. Ich hab gar nichts mehr, ey. Kaum Muni, ey. Ich hab gar nichts mehr, ey. Alter. Oh, haben wir hier irgendwas? Wir hängen jetzt also Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. Jesus liebt mich, das. Ach du Scheiße. Falls in der Videokamera. Jetzt mach mir ein paar Fotos von den Spinnenspleißern. Die brauche ich für meine Forschung. Ja, das wird ja ganz witzig, ey. Ja, er kommt um eine Ecke und trifft mich gleich, ey. Wenn Kreaturen hiervon getroffen werden, werden sie von Kameras und Geschützen anvisiert. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Machen wir. Oh, heftig, was hier los ist, ey. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung. Was, die Forschungskamera? Gut. Geben wir dem alten Peach mal was zu tun. Schieß die Fotos, die der Karl haben will. Dann lass uns schleunigst hier verschwinden. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich, in das Bewässerungssystem von Arcadia dringt mehr Wasser ein. Als wir diese Stadt gebaut haben, habe ich zu Mr. Ryan gesagt, entweder bauen Sie sie wie eine Badewanne oder sie wird früher oder später ein Abwasserkanal. Er meinte nur, nein, McDonald, wir werden nicht keine Badewanne bauen. Wir bauen einen Gang eben. Alter, ist ja unnormal hier. Sieht zwar sehr geil aus, aber ultra scheiß schwer, ey. Da haben wir ihn. Alter, die ballern noch geil los, ey. Ausgetrickst, du Monster! Gib mir mein Mädchen zurück! Ich werde dich mein ganzes Leben lang jagen! Na, aber.
Erstmal das Ding da oben zerstören, ey. Oh, das gibt's nicht, ey. Gucken, ob wir das hier hinkriegen. Ah, komm. So, zack. Und zack. Sehr schön. Den können wir hier brauchen. Puh. Die Todesstrafe in Rapture. Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, von denen wir einst geflohen sind. Das ist so anders, würde das ausreichen. Wärst du so freundlich, dich auf den Weg zurück zu den Fontaine Fisheries zu machen? Mach ich. Aber erstmal hier gucken. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Ja, auch ne. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen. Und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Ja, die ganze Bucht ist voll hier. Strom komme ich nicht rein, fuck. Aber die Kohle nehme ich immer mit. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir da mal wieder zurück. Danke. Was, ey? Da hab ich die angesehen. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? So, jetzt so. Da mich die angesehenen Labore alle weggeschickt haben, habe ich mich wegen des Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Fort Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken und sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier, liefern sie pünktlich und stellen keine Fragen. Sie haben alle schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. Wunderbar. So effizient. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. Portemonnaie ist voll. $500 ist voll.
dämpft deine Schritte und erhöht bei ahnungslosen Gegnern massiv den Schaden durch Nahkampfangriffe. Geile Sache. Ja, dann gehen wir mal zu denen hier hin. Ja, mal anklopfen hier. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Na, mach mal. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Na, du hast Probleme, Alter. Muss ich mich hinsetzen. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in die Rohrpost, dann lass ich dich rein. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Na, von mir aus. Aber ein Schraubenschlüssel. Weil diese scheiß Teile, ey. Tja, ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine das Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Komm, hau ab. Alter, fuck. Ah, komm, geht doch kaputt. Ach, ist doch scheiße. Heftig, finde ich. Ey, das ist mir zu heftig, ey. Und dann ämmert das von vorne hier, ey. Das sieht man voll auf den Sack, ey. Ich weiß gar nicht nach, was ich hier suchen soll. Das ist ein bisschen zu heftig, ey.
Alter sein! Oh, diese kleine Missgeburt, ey. Ja, ey, was ist denn hier los, Alter? Seid ihr bescheuert oder was? Geht mir doch nicht auf den Sack hier, ey. Oh, scheiße. Alter, wohin? Alter, Alter, Scheiße. Boah, ey. Ich hab mich jetzt auf kein Wort verstanden, ey. Ah, hier ist was. Ah, endlich. Waffen abgewählt, ne? Ey, da hab ich geschluckt, ey. Hier mal. Du kannst nicht ausscheiden. Fontaine wird dich finden. Du hast es geschafft. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Alter, war das krass, ey. Hab ich geschluckt hier, ey. So, machen wir hier erstmal Stopp und machen in der nächsten sputzigen Runde weiter. Also haut rein, bis dann.